an die Linke. Danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich frage mich nach den vielen Debatten, die wir dazu hatten, nach der großen Kritik, die es in der Öffentlichkeit gibt an dieser Ausländermaut, was eigentlich in Wirklichkeit dahinter steckt. Ist es dieses Ganze, diese gigantische gesellschaftliche Auseinandersetzung eigentlich wert, wenn am Ende 500 Millionen im besten Falle dabei herauskommen? Warum macht der Minister einen solchen Konfrontationskurs, legt sich mit allen an? Das kann doch nicht sein, dass es nur um diese kleine Minimaus geht. Wenn man sich anschaut, welche Summen notwendig wären, um die Verkehrsinfrastruktur wirklich in Schuss zu bringen, dann müsste man da über ganz andere Dinge reden. Und ich möchte über andere Dinge reden. Ich möchte zum Beispiel darüber reden, und ich versuche jetzt sozusagen einen Sinn aus der Sache herauszufinden. Ich möchte darüber reden, dass das Umweltbundesamt eine Studie erstellt hat, über die in der Welt in der letzten Woche berichtet wurde, und in der nachgewiesen wird, dass die klimaschädlichen Subventionen vor allen Dingen im Verkehrsbereich, die jedes Jahr von der Bundesrepublik Deutschland gezahlt werden, dauernd ansteigen. Wir sind inzwischen bei über 50 Milliarden Euro klimaschädlicher Subventionen, und allein im Verkehrsbereich sind davon etwa 20 Milliarden zu verbuchen. Wenn Sie wirklich Geld zur Verbesserung, zur Reparatur der Infrastruktur bräuchten, dann müssten Sie dort den Hebel ansetzen. Offensichtlich ist das aber nicht gewollt. Offensichtlich will man den Flugverkehr weiter fördern, offensichtlich will man weiter Diesel subventionieren. Das scheint also nicht der Punkt zu sein. Man will auch nicht wirklich eine ordentliche Infrastruktur hinterlassen. Die zweite Debatte, die geführt wird und die mich sehr hellhörig macht, ist, dass die öffentlich-privaten Partnerschaften in ihrem Konzept, des Systemwechsels, von dem Sie dauernd sprechen, offensichtlich eine zentrale Rolle spielen. Und dieses Konzept wird gestützt vom Wirtschaftsminister Gabriel, der einen Infrastrukturfonds auflegt und den Banken und Versicherungskonzernen sozusagen anbietet, mit öffentlich garantierten Zinsen Gewinne zu machen, und zwar in der Infrastruktur, vor allen Dingen in der Verkehrsinfrastruktur. Was heißt das? Das heißt doch, dass Sie hier tatsächlich mit der sogenannten Ausländermaut die Tür aufstoßen für eine allgemeine Infrastrukturabgabe, die dann dazu führt, dass die privaten Straßen- und Autobahnbetreiber einfach die Fahrerinnen und Fahrer, die Nutzer dieser Infrastruktur abkassieren können. Das ist die einzige Erklärung, die ich für diesen gigantischen Popanz habe. Und da muss ich Ihnen sagen, da können Sie aber wirklich mit schärfstem Widerstand rechnen. Nicht nur von uns, nicht nur die Linke. Ich glaube, der Bundesrechnungshof hat mit Fug und Recht massive Kritik an dieser Art der Verschleuderung öffentlicher Güter, an dieser Art von Verschleuderung von Steuergeldern. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn die Klimaschutzdebatte auch nur einen Funken Ernsthaftigkeit von Ihrer Seite besitzt, dann fangen Sie damit an, diese klimaschädlichen Subventionen zu streichen. Dann haben Sie Geld genug, die Infrastruktur für den Verkehr in den besten Zustand zu versetzen. Aber lassen Sie die Finger von diesem Quatsch. Das Wort hat der Kollege Christian Petri für die SPD.